Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen auf meinem kleinen kriminellen Kanal. Ich habe heute ein Produkt hier, was ich euch eigentlich vermutlich noch nicht zeigen darf. Ich mache es trotzdem. Es geht nämlich heute um eine neue Foundation, die es aktuell noch nicht mal angekündigt in Deutschland gibt. Und ich habe sie hier schon seit 6 Wochen. Hab sie getestet, hab sie getragen und ich werde euch heute eine kleine Review zur neuen Maybelline Superstay Active Wear 30 Stunden Foundation geben können. Eventuell kommt nachher die Klage rein, eventuell auch nicht. Ich bin gespannt, denn diese Foundation gibt es erst ab Mitte März in Deutschland und im selben Zeitraum wird die Foundation auch erst angekündigt in Deutschland. Ich habe die bei Beauty Bay Anfang Januar gekauft, weil ich die gesehen habe und dachte mir, Mensch, die kenne ich gar nicht. Ich habe bei Maybelline nichts gesehen, konnte sie aber schon kaufen. Demnach ist es wahrscheinlich nur kleinkriminell und nicht ganz so kriminell wie eigentlich gedacht. Ich werde heute mit euch eine kleine Review machen. Wir werden die Foundation testen den ganzen Tag. Es ist 7.40 Uhr. Das heißt, wir haben ein bisschen Zeit heute. 30 Stunden. Wer macht das? Ich hoffe, ihr nicht. Aber ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und es geht euch gut. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen Ablenkung und Glück geben kann. Falls ihr hier neu seid, würde ich mich selbstverständlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das bedeutet mir wirklich die Welt. Wir schaffen es, die 100.000 dieses Jahr, wenn wir gemeinsam dafür arbeiten. Erzählt es eurer besten Freundin, teilt dieses Video gerne in eurer WhatsApp-Gruppe mit euren Mädels oder Jungs. Das würde mir natürlich ganz weit helfen. Und jetzt geht es los. Ich hatte Maybelline vor 2 Monaten, 1,5 Monaten angeschrieben und gesagt, hey, wann kommt die neue Active Wear Foundation raus? Dann habe ich erstmal keine Antwort bekommen, habe mich dann an die zuständige PR-Dame gewandt und die hat mir auch gleich geantwortet und hat gesagt, ja, die kommt erst so Mitte März raus. Ich hatte sie aber zu dem Zeitpunkt schon gekauft und dachte, okay, ich kann jetzt hier nicht 7 Wochen vorher ein Video droppen. Das ist ja keine Überraschung, weil sie ist ja schon käuflich zu erwerben. Aber ich dachte mir, so 2 Wochen vorher ist ein guter Zeitraum einfach, dass ihr euch auch Reviews zu dieser Foundation anschauen könnt. Denn diese Foundation, da fallen mir viele, viele Sachen zu ein. Falls ihr mich seit 2018 gucken solltet. Freunde, das war die erste Foundation, die ich wirklich benutzt habe. Die nicht 1,29 gekostet hat. Damals war das die von Rival de Loup in dieser Quetschtube. Da habe ich ungefähr eine Flasche die Woche verbraucht, weil die halt keine Deckkraft hatte. Aber ein wunderschönes Finish. Und das war so die zweite Foundation, die ich mir gekauft habe. Denn die hatte Full Coverage. Ich sah immer aus wie ein kleiner Clown. Ich krieg Flashbacks. Und wir schminken damit jetzt was. Ich habe auch noch nichts im Gesicht. Wir machen auch gleich mit Pflege weiter. Vorher erzähle ich euch aber, was dieses Schätzchen hier können soll. Und zwar soll die 30 Stunden halten. Sie soll eine Full Coverage Foundation sein, die sich leicht wie Luft anfühlt, Transfer Resistant, also dass sie nicht abstempelt, seidig mattes Finish haben. Und sie ist ölfrei. Die Foundation gab es ja schon mal. Das war die Superstay 24 Stunden Foundation. Die habe ich früher geliebt. Also wenn ihr mir schon folgt, ihr wisst, wie ich damals aussah. Actually, it's a mess. Heute machen wir das. Und ich bin mir ehrlich gesagt so ein bisschen unsicher, welchen Primer wir benutzen sollen, beziehungsweise welche Pflege. Ich habe die Foundations ja schon ein paar Mal benutzt. Und ich bin am besten gefahren tatsächlich mit dem Milk Hydro Grip Primer. Der ist sehr, sehr reichhaltig. Schaut mal, hier habt ihr gleich ein kleines Empties-Video. Interessiert euch sowas? Das könnt ihr mir gerne einmal in die Kommentare schreiben. Interessiert euch ein Aufgebraucht-Video von mir? Würde es dann wahrscheinlich 2-mal im Jahr geben, weil so viel brauche ich nicht auf. Aber die habe ich tatsächlich jetzt fast durch. Das ist eine sehr, sehr reichhaltige Creme und die lassen wir kurz antrocknen. Ich habe mir die Foundation in 3 verschiedenen Farben gekauft, weil ich mich nicht mehr so genau erinnern konnte, welche Farbe ich hatte damals. Und es war damals die Nummer 40 vorn und in meinen Gedanken war das damals ein Color Match. Wir wissen aber, wie ich zu Color Matches und Foundation stehe. Deswegen, Freunde, ich habe 3 Farben gekauft. Das ist die dunkelste. Es gibt wirklich eine sehr, sehr gute Shade Range bei der Foundation. In der Drogerie meine ich auch. Ich bin gespannt, wie es dann in Deutschland hier aussieht mit der neuen Foundation. Aber ich setze euch den Link unten zu Beauty Bay einmal rein. Die haben das, glaube ich, auch im Moment so ein bisschen besser hingekriegt mit dem Zoll und mit dem Import innerhalb, beziehungsweise von außerhalb der EU, innerhalb der EU. Die Foundation kommt wie immer in so einem Glastiegel, fühlt sich sehr hochwertig an. Preislich lag die, glaube ich, so bei 13 Euro, 14 Euro. Hat einen Pumpspender. Pumpe sie mir einmal hier erstmal auf die Hand. Da kommt eine gute Dosis raus, also immer recht wenig, nicht so ein... Das finde ich immer so nervig bei der
Bei der Charlotte Tilbury, wenn du da zu doll drückst, dann kommt alles raus und dann ist die halbe Flasche leer. Hier kommt recht wenig raus. Konsistenz ist medium dickflüssig. Farbe sieht gut aus. Ich habe natürlich jetzt so ein paar Rötungen. Im Moment mache ich sehr, sehr viele Home Facials. Also Home Treatments mit Peelings und Cremes und Masken und allem möglichen Kram. Wir starten. Und ich blende es mir am liebsten mit meinem eigenen Beauty-Schwamm in Zusammenarbeit mit Luvia ein. Ich nehme erstmal ein bisschen und wir machen wie immer erstmal eine halbe Seite. Ihr seht, glaube ich, ganz gut. Ich hole euch natürlich auch gleich noch ein Stückchen heran. Ich kann euch schon mal so ein paar Key Facts zu der Foundation verraten. Und zwar ist sie tatsächlich vom Finish her recht matt. Also das ist keine Glowy Foundation wie die Rival Loves Me Foundation beziehungsweise diese Rival de Loop Hyaluron Foundation, die ich ja so über alles liebe. Also ich bin schon eher Team Glowy und leicht. Das ist eine Full Coverage Foundation. Und ich habe, und deswegen muss ich dieses Video jetzt machen, weil ich kann selber nicht mehr drauf warten, ich habe es noch nicht getestet, diese Foundation im Vergleich zur neuen Huda Beauty Foundation. Denn ich bin mir zu 99% sicher, dass diese Foundation ein Dupe zu der Huda 4Filter Foundation ist. Von der Textur her, vom Finish her, von der Deckkraft her ist das sehr, sehr ähnlich. Ich habe die halbe Seite einmal ausgeblendet und ich glaube, ihr könnt schon die Deckkraft erahnen. Was ich merke bei der Foundation ist, sie ist recht schnell antrocknet. Also ihr habt nicht so viel Zeit, die Foundation, ihr könnt sie nicht raufsetzen und dann erstmal 10 Minuten Kaffee trinken gehen. Ne? Also ihr müsst sie schon zügig einarbeiten, finde ich. Und ihr habt auch gesehen, wie gut sie die Rötungen bei mir wegkaschiert. Die Foundation hat keinen Geruch, ist recht leicht im Gesicht, also es fühlt sich nicht so an wie eine Foundation. Und ich meine, dass die Superstay Foundation früher sehr, sehr schwer war. In meinen Gedanken, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, aber das ist, glaube ich, auch immer eine sehr subjektive Wahrnehmung. Wie findet ihr die Maybelline Superstay Foundation? Ich weiß, dass viele von euch diese Foundation lieben, weil sie verhältnismäßig günstig ist und damals ist 3 Jahre her jetzt fast, ne? Aber das ist in der Make-up-Welt sind das Jahrhunderte. Vor 3 Jahren war einfach der Make-up-Markt auch noch nicht der, der es heute ist. Es sind ja super viele Firmen auch mit Foundations in den letzten Jahren rausgekommen. Und Maybelline war halt schon immer da. Und sie hatten auch eigentlich immer solide Produkte. Also ich mag einige Produkte von Maybelline sehr, sehr gerne. Aber die Superstay war eigentlich so die OG Full Coverage Foundation, oder? So. Ich habe euch mal so nah es geht rangeholt und ich habe auch hier einen kleinen Spiegel. Also unter den Augen creased sie gerade so ein bisschen, liegt aber einzig und alleine daran, dass ich keine Augencreme heute Morgen benutzt habe. Das Finish sieht nicht so matt aus, wie man sich es denkt von einer matten Foundation. Also das ist doch schon eher das Huda Beauty Finish, finde ich. Gefällt mir aber eigentlich ganz gut. Und ich glaube, wenn man hier vielleicht mit einer sehr reichhaltigen Creme arbeitet, wie ich es jetzt getan habe, geht das auch bei normaler bis trockenerer Haut. Wenn ihr eine trockene Haut habt, sind matte Foundations meiner Meinung nach immer eh nichts. Aber schaut euch mal bitte die Textur an. Man sieht so ein leichtes Porenbild, aber sehr weich gezeichnet und sehr, sehr ebenmäßig. Ihr könnt mir jetzt gerne einmal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Bild der Foundation jetzt schon findet. Abgesehen von der Farbe, sie oxidiert ein kleines Stück. Ne? Also ihr seht hier, sie passt sich so meinem Hautton ein bisschen an. Mein Hals ist natürlich immer marot. Aber wir machen weiter. Ich nehme euch so ein bisschen im Schnelldurchlauf mit. Concealer, Puder, Blush, alles Mögliche. Und dann schauen wir uns das fertige Ergebnis einmal an. Eine kleine Unterbrechung. Ich habe jetzt Concealer und so ein bisschen Cream Contouring aufgetragen, um so ein bisschen Dimension wieder ins Gesicht zu geben. Und jetzt, finde ich, sieht das Ganze super, super frisch aus. Wir setten das Ganze. Ich benutze dazu wieder meine eigene Pudermischung aus allen möglichen Pudern. Ich könnte es euch nicht mal mehr sagen, was da alles drin ist. Vieles. Ich glaube, 6 verschiedene lose Puder. Für mich ist es die beste Möglichkeit. Ich nehme meinen Blende voll. Und sette damit so ein bisschen unter den Augen und highlighte das dann hier mit Baking Puder. Ich arbeite auch noch ein bisschen mit diesem Natasha Denona Cream Cheek Duo, dem Blush hier. Ich nehme ein bisschen was auf den Pinsel auf und dann arbeite ich mir das erst in der Hand ein und mische mir dann aus dieser Blumenpalette nochmal so ein bisschen die Farbe. Ich gehe hier rein, lade den Pinsel auf. Ihr seht, der ist sehr, sehr pigmentiert und wenn ich das jetzt ins Gesicht geben würde, wäre es vorbei. Und das mische ich mir hier zu einer richtig schönen Blushfarbe. Und das setze ich mir dann hier einfach
oben rüber. Ich nehme auch heute nur eine leichte Schicht Puder auf meiner Stirn, abgesehen von den Stellen, die ich wirklich highlighten möchte. Nur eine ganz, ganz dünne Schicht, einfach um die Textur und die Langanhaltbarkeit dieser Foundation nicht zu doll zu beeinflussen. Ich finde, Puder macht natürlich einfach immer alles eh länger haltbar und eine Foundation nicht. Man muss nicht so bekloppt sein wie ich und totbaken. Alles baken, 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 baken. Das funktioniert nicht bei jedem. Bei mir funktioniert es Gott sei Dank noch. Ich finde, es gibt ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Für einige reicht aber wirklich auch eine hauchdünne Schicht. Also hier ist jetzt noch so ein kleiner Rest drin. Den aufnehmen und dann damit ganz leicht übers Gesicht dusten. Und damit settet ihr die Foundation auch schon, so dass sie nicht direkt in kleine Fältchen, Mimikfältchen rutscht oder sich direkt abstempelt. So sieht die Base einmal fertig aus. Ich habe ein bisschen Blush, ein bisschen Bronzer aufgegeben. Highlighter kommt selbstverständlich auch gleich noch. Ich wollte euch aber das Ergebnis einmal zeigen. Also, es sieht schon extrem weich gezeichnet aus. Ich sehe keine trockenen, betonten Stellen. Ich habe natürlich jetzt aber auch eine sehr, sehr reichhaltige Creme benutzt. Ich habe es eben schon mal gesagt, wenn ihr eine trockene Haut habt, glaube ich, ist das nicht unbedingt etwas für euch. Ich mache mein Make-up einmal fertig und dann starten wir in den Tag. Ich habe heute einiges zu tun. Das heißt, die Foundation wird auch wirklich belastet. First Impression ist, ich mag sie sehr, sehr gerne. Verrate ich euch jetzt schon einen kleinen Hack, den ich habe mit der Foundation? Wenn ihr die Foundation zu trocken findet für euch, aber trotzdem dieses Full Coverage und Langanhaltende haben wollt, mischt sie mit der 1,29-3,29 Foundation von Rival de Loup. Wenn ihr die nicht mögt, weil sie euch vielleicht zu flüssig ist, diese beiden zusammen funktioniert fantastisch. Ihr habt die Feuchtigkeit von der Hyaluron Foundation und die Langanhaltbarkeit dieser Maybelline Superstay Active Wear Foundation. Hallo, 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 ihr süßen Mäuse. Es ist mittlerweile schon 12. Ich habe die Foundation schon eine Weile offen. Ich habe super viel schon geschafft. Ich habe aufgeräumt, ich habe geputzt, ich habe Essen vorbereitet, ich habe mich vorbereitet, beziehungsweise geduscht und angezogen. Ist in der heutigen Zeit bei mir auch recht viel wert, weil normalerweise renne ich eh den ganzen Tag nur in Jogginghose rum. Ich zeige euch mal die Foundation. Auch hier so ein bisschen im Tageslicht. Ich drehe mich mal so ein bisschen, dass ihr euch das Ganze einmal anschauen könnt. Also, ich muss sagen, sie sieht super makellos aus. Und jetzt, so nach ein paar Stunden, wo die natürlichen Öle durchgekommen sind, sieht sie aus wie eine Foundation, die ich jeden Tag tragen würde. Also die so ein bisschen glowy ist, ein bisschen weich gezeichnet und so ein bisschen frisch. So seht ihr das Ganze auch nochmal im Tageslicht. Super schön und super frisch und sehr makellos. Die Sonne knallt heute, das ist so krass. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu Danny. Wir haben heute noch einiges vor. Wir wollen noch spazieren gehen und ja, ich nehme euch wie immer mit. Aber bis jetzt, top. Es ist mittlerweile 14.59 Uhr. Ich wollte euch das Ergebnis noch einmal zeigen. Freunde, die Foundation ist ja jetzt wirklich schon einige Stunden drauf und es sieht so weich gezeichnet aus. So liebe ich die Foundation. Am Anfang dachte ich mir so, oh, she's a little bit dry. Aber wir haben auch heute 18 Grad. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man sie auch noch richtig, richtig normal, wie ich normal meine Foundation setten würde, also mit Bacon und dann noch mit einem Setting Spray rübergehen, beispielsweise Urban Decay oder was auch immer, das habe ich euch bei Instagram gezeigt vor ein paar Tagen, dass das die Foundation für den Sommer 2021 sein könnte. Wenn es heiß wird, wenn wir draußen sein dürfen. Aber bis jetzt ultra schön. Schaut euch diesen natürlichen Effekt auf der Haut an. Full Coverage. Freunde, 18 Uhr. Ich habe die Kamera extra hergestellt. Die Sonne geht gerade unter. Ich habe die letzten Sonnenstrahlen nochmal genutzt, dass ihr euch das Ergebnis auch im Tageslicht anschauen könnt. Ich wollte euch mal was zeigen. Danny und ich, wir waren eben noch eine Runde spazieren. Knappe 2 Stunden. Und ich habe Sonnenbrille getragen und könnt ihr das sehen? Ich glaube nicht. Also, es ist so gut wie kein Brillenabdruck gewesen. Ich kriege, glaube ich, einmal die Woche eine Nachricht, Maxim, was kann man machen gegen Brillenabdrücke auf der Foundation? Actually gar nichts, außer, dass diese Foundation wirklich so gut wie nicht am Brillenbügel abgestellt ist. Und ihr kennt meine Sonnenbrille, glaube ich. Das ist diese, ich sehe so ein bisschen aus wie Puck die Stubenfliege damit. Die ist extrem groß und extrem schwer. Das hat wirklich gut gehalten. Für 10 Stunden ist das schon echt gut. Und ich könnte die jetzt auch locker noch mal 10 Stunden tragen, wenn ich jetzt vielleicht so ein bisschen abpudern würde. Hier um die T-Zone herum. Toll. Auch der Rest meines Make-ups hat gut gehalten. Ich habe heute den ganzen Tag Cappy getragen. So ein bisschen ist weg. Aber ich meine, wir haben fast 20 Grad gehabt heute.
Richtig cool. Ihr seht jetzt gleich nochmal eine Aufnahme, wo ich euch live zeige, wie ich die Rivaldi Loop Foundation mit der von Maybelline zusammenmische, damit ihr das einfach mal seht, wie schön auch dieses Ergebnis ist. Bis jetzt Fazit so, fantastische Foundation, hält mehr oder weniger, was sie verspricht. Ich kann jetzt keine 30 Stunden meine Foundation testen, das würde mir meine komplette Haut zerstören. Aber selbst 10 Stunden ohne Sonnenbrillenabdrücke, ohne dass es extrem ölig geworden ist, ist fantastisch für den Preis. Freunde, es ist der nächste Tag für mich. Für euch ist es nur ein paar Sekunden her. Aber ich hatte euch versprochen, dass wir auch jetzt nochmal so ein kleines Zwischenfazit ziehen und eine Kombination ausprobieren. Und zwar die Rivaldi Loop Hyaluron Foundation und die neue Maybelline Superstay Active Wear Foundation, die ja gestern wirklich, wirklich gut performt hat. Also ich hatte sie knapp 10,5 Stunden ungefähr drauf und dafür sah sie fantastisch aus. Ich habe keine Entzündungen bekommen, keine Unterlagerung, auch nicht nur gestern, sondern auch in der langen Zeit, die ich sie ja schon vorher hatte. Wir testen das Ganze heute nochmal aus. Aus dem einzigen Grund, ich weiß, dass das vielleicht für einige zu trocken sein könnte. Wenn ihr aber eine langlebige Foundation haben wollt, aber trotzdem mit diesem frischen Effekt, könnte die Kombination sehr, sehr gut für euch sein. Kostet beides zusammen unter 20 Euro und dadurch, dass ihr das mischt, habt ihr im Prinzip doppelt so lange was davon. Let's go. Ich nehme 3 Spritzer von der Maybelline und einen Spritzer von der Hyaluron Foundation. Ich habe übrigens nochmal geguckt, ich hatte die 48, glaube ich, damals. Beige Sand oder Neutral Sand oder so hieß das. Da ich meine Augenbrauen schon drauf habe, nehme ich erstmal das grobe Produkt ab und ihr seht, die Deckkraft ist immer noch gut, denn die Hyaluron Foundation ist auch super, super deckend. Und sieht so frisch aus. Ich schneide mir schnell die Augenbrauen einmal aus, dass ich da ein bisschen ordentlicher arbeite. Das habe ich auch lange nicht mehr gemacht, ne? Augenbrauen ausschneiden. Wenn ihr mich schon ein bisschen kennt, wisst ihr, ich habe jedes Video so angefangen, wo die Augenbrauen einfach wie so ein Kasten rausgeschnitten waren. Folgt ihr mir schon so lange, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich trage mir das Ganze jetzt hier erstmal mit einem Pinsel auf und Freunde, ich muss noch mal eine Sache sagen. Ich weiß, es sind wahrscheinlich nur noch 60% von den Leuten mit hier am Ende des Videos, die meine Videos am Anfang geguckt haben, aber ich werde immer noch täglich auf der Foundation von Il Makiage getestet. Freunde, ich habe sie schon getestet. Ich habe hier den Pinsel und wenn ihr auf die Il Makiage Seite gehen solltet und da in der Suchleiste meinen Namen eingibt, da findet ihr ein komplettes Tutorial. Ich habe mit denen zusammengearbeitet und ich benutze die Foundation auch noch im Alltag. Die ist etwas matter, sieht aber super, super schön auf der Haut aus und auch die hält den ganzen Tag. Also, die sind natürlich super erfolgreich mit ihrer Werbung im Moment bei Instagram. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Schwamm einmal ein bisschen rein und baue mir die Foundation noch ein bisschen auf. Und durch die Feuchtigkeit verblendet sich das Ganze auch noch. Also, was ich wirklich sehr, sehr gerne mache, ihr seht es auch, ich fange immer erst mit dem Pinsel an im Moment. Ich finde, dadurch kann ich die Foundation schon mal so ein bisschen in die Haut einarbeiten. Und dann gehe ich mit dem Schwamm rüber und sorge dafür, dass die Textur der Foundation einfach schön ist. Und ich glaube, wenn ich ein bisschen nah rankomme, dann seht ihr auch, was ich meine. Ihr habt diese Full Coverage, aber ihr habt diesen Glow mit in der Foundation. Super natürlich, ein sehr, sehr weich gezeichnetes Ergebnis und Hauteffekt. Also das, die Kombination, womit kann ich die vergleichen? Die von Charlotte Tilbury könnte auch sein. So diesen Glow, aber diese super krasse Deckkraft. Ich mache einmal mein Make-up ganz kurz fertig und zeige euch dann gleich das fertige Ergebnis. Ich möchte noch einen kleinen Trick mitgeben und zwar habe ich das eigentlich nur per Zufall herausgefunden, denn es ist eigentlich immer so, dass wenn ich mich schminke, es klingelt und der Postbote kommt. Und dann brauche ich einen Moment mit dem Unterschreiben und dem Annehmen. Und das ist ja meistens nicht nur ein Paket, sondern sind dann 20 Pakete auf einmal, die abgescannt werden müssen. Und wenn ich dann weitermache, mich zu schminken, dann hatte die Foundation so ein bisschen Zeit, die körpereigene Wärme zu bekommen. Dann schmilzt die so richtig schön zusammen. Vor allem auch der Concealer. Das sieht dann extrem weich aus. Und so sieht das fertige Ergebnis einmal aus. Ihr seht, wie frisch und gesund und Full Coverage das aussieht. Das Ganze hält genauso lang wie das andere, denn die hält Bombe, die hält fantastisch. Und beide zusammen sind für mich persönlich für den Alltag eine sehr, sehr gute Sache. Wenn ihr eher zu öliger Haut neigt oder normal bis ölig, ich bin im Moment eher trocken, ist das eine sehr, sehr gute Foundation. Hält wirklich sehr gut, hat eine super Deckkraft, lässt sich gut verteilen. Ihr könnt auch ein bisschen Creme mit reinmachen oder ein Tropfen Öl vielleicht mit reinmachen. Das sorgt nochmal für so ein bisschen mehr Pflegeeffekt und diesen leichten Glow. Sehr, sehr gute Foundation. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Sie kommt ab Mitte März in die Filialen. Ich setze euch einen Link einmal zu Beauty Bay rein. Da gibt es die auf jeden Fall schon.
Die findet ihr bei Rossmann, das ist die Hyaluron Foundation. Und ich bin gespannt, was ihr zu den Ergebnissen sagt, wie ich das die letzten 2 Tage mit euch gemeinsam durchlebt habe. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und ich würde vorschlagen, wir sehen uns zu einem super spannenden neuen Sortimentsvideo am Mittwoch wieder hier. Passt auf euch auf!